Thematisiert die 10 Jahre des durchaus sehr erfolgreichen Projekts Hochoffice Park. Das wir ja mit Stolz zurückblicken. Und jetzt kam es eben vor 6 Monaten zu dieser Idee, das Ganze unter eine gemeinnützige, freie Stiftung, unter so eine Stiftung zu organisieren. Und das ist dann quasi dieser Ast LibreOffice, der darin steht. Wobei natürlich das OpenOffice.org weiterhin existiert. Allerdings zumindest was so die ehrenamtliche Community anbetrifft, sind es natürlich wesentlich weniger. Und die meisten aus der ehrenamtlichen Community machen jetzt hier in diesem grünen Ast weiter. Das ist dann also hier das LibreOffice. Super. Ja? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Danke.